1996 Nintendo. Ja, damit herzlich willkommen bei einem wieder aufgenommenen Let's Play von Donkey Kong Country 3. Ja, was heißt wieder aufgenommen? Ich hab's, wie ihr seht, ja bis 72% gespielt. Und ja, die bisherige Aufnahme, das gefiel mir einfach nicht. Zu viele Fails meinerseits. Gewesen, denn ja, fehlt ein paar Parts, also von 20 auf 25 auf Part 20 auf 25 auf Part 25, das gefiel mir ja gar nicht, wusste ich auch nicht, weil ich habe das so lange nicht gespielt gehabt. Und ja, ich habe jetzt entschieden, ich mache es jetzt noch mal. Und ist ja nichts allzu schlimm. Ich spiel's ja gerne. So ist es ja nicht. Ja. Ja, vorlesen, das werde ich vielleicht noch später machen. Ich habe eben gerade was getrunken. Das war ein bisschen ein bisschen nachteilhaft. Sind wir alles jetzt auf Null, ne? Also ist normal, wir machen alles nochmal. Also ich finde das auch nicht schlimm, ich finde es einfach besser, also auch von den, auch für die Leute jetzt, die das zwar verfolgt haben, aber die das aufgehört haben zu gucken, weil das einfach zu lange gedauert hat, bis ich mal ein Part hochgeladen habe. Bis es nachher den Anschein hatte, dass ich es ganz gelassen hatte. So, aufpassen. Hollerö Dixie Baby, willkommen in kurzen Brutzelei auf der Insel. Doch das ist noch... Denn hier ist Tetereté, dein abgefahrener Cousin Kiddy Kong. Er sieht zwar ein wenig tollpatschig aus, aber seine Wurfkraft lässt sich nach dem Sternen greifen. Und wenn du ihm wirst, kann sein zierlicher Körper so manches nette Loch in den Boden hauen. Ja. Ja, meine Lesefähigkeit, die habe ich auch ein bisschen verbessert. Weil. Und tschüss, Kongs! Ich lese jetzt halt ein bisschen schneller, weil. Bei dem anderen das. Mich nicht hinterher. So, jetzt gucken und Fresse halten. Blau, blau, rot, blau. Das ist ja einfach. Kindergarten. Ja gut, noch ist es Kindergarten, also das wird noch schwieriger. Also da ist mir schon so mancher Fail passiert. Ist nicht ohne. Zumindest später. So, jetzt machen wir mal den Orangatanga-See. Mit Tangas und so. Nein. Auf zum ersten Level. Ist ein sehr schönes Level, finde ich. Atmosphäre ist total herrlich. Das Soundtrack, der passt auch sehr gut. Also das hat Rare auch sehr gut gemacht, finde ich. Mit den Sounds und so. Ja, ist einfach episch. Einfach nice gemacht. Das war mein erster Fail. Und der kommt ein wenig früh. Achso, ich muss hier Bonus formulieren. Och Mann! Ich muss den doch hochschmeißen. Ja. Hat kleine Macken und Hügel im Hinterraum noch. Das legt sich.
Ja, aber wo ich das aufgenommen hatte, ich komme kaum mit der Steuerung nicht klar. Zumindest nicht wirklich. Also, da habe ich ein bisschen gesackt. Jetzt kann ich das eigentlich ganz gut. Meine Fails derartig sind ein bisschen nervig. Noch einige Sachen zwar nicht, auch nicht. Zum Beispiel, wie man das Fass wieder hinstellt, das kann ich jetzt auch gut. So, jetzt werde ich mal zwei auf einmal töten. Double Kill! So. Können wir wechseln. Weil. Da oben. Wir Leben sammeln und so. Ja, ich kann das. Ich habe das damals auch schon gespielt. So, ich wollte mal was zeigen. Jetzt, eigentlich kann ich das auch schon ganz gut. Nämlich das. Übers Wasser hüpfen. Ja, also. Es gibt noch eine Mission, da. Da musste meine Mutter schon die Hotline anrufen. Ja, es gab damals eine Hotline. Und zwar. Ja, es gab ja damals kein Internet und deswegen hat sie die Hotline angerufen. Und weil sie überhaupt keinen Rat wusste, wie sie da hinkommen soll. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber ich melde mich denn wieder dazu, wenn ich denn da bin und werde euch dann dazu das denn berichten. Und wir haben gerade eine Bonustanne übersprungen. Das macht Rare auch ab und zu sehr gerne. Mal erstmal ein paar Leben mitnehmen hier. Ja, das macht Rare sehr gerne. Bonustonnen und WTH? War das jetzt noch ein Fail meinerseits? Habe ich das gar nicht gemerkt jetzt? Das ist ja nicht sehr schön. Ja, aber gut, dann mache ich es da zweimal. Das ist auch nicht so schön. Ja, habe ich tatsächlich. Ah, sorry, Leute. Ja, ich bin noch... ich bin bald wieder am Schlafen. Fast. Ich habe die ganze Nacht gespielt. Naja, ist ja nicht so schlimm. Sag ich mal. Ist noch zu verschmerzen. Ja, ich skill mich hier ganz durch. Zumindest noch. Ist halt das erste Level. Ich spiel's auch so gut wie blind. Nein. Was sag ich denn da? Blind spiele ich es nicht, also ich habe es damals selbst auf der SNES gezockt und ja, seit der SNES habe ich das nachher auf dem PC gezockt und ja, das Mank habe ich gerade gemacht. Ich meine, ich habe ja auch alle drei Teile, ich spiele das jetzt auf dem Emulator, auf dem PC, mit dem Gamepad. Das ist das Hama Black Force, also das sieht auch, dass das so aussieht wie von der PlayStation Controller. Fail. Ich muss jetzt mal wechseln. Aber die Bonus-Tonne. Ich muss mal gerade rülpsen, ich komme gleich wieder. So. Ja, das war in den letzten... Das war... Na ja, gut, das ist nicht nur in dieser... diesen
Let's Play ist das gang und gäbe gewesen, dass ich auch mal grüße. Das hat mir auch leid getan, aber das versuche ich jetzt in den nächsten Let's Plays zu lassen. Und einfach eine Pause zwischendurch einzulegen. Natürlich das Spiel währenddessen zu pausieren. Also die Aufnahme. Und das ist halt meine Besserung. Ja, ja, das sind Bassbienen, so heißen die eigentlich. Aber ich nenne sie immer noch Zinger. Weil, ja, der Name Bass, das ist... Der ist mir ein bisschen zu strange. What the f... Alter, geh durch. Fail. Fail! Alter! Geh hoch! Geh hoch. Warum nicht ganz? So. Autsch! Verdammte Schimmelbiene! Mann. Alter! Ich mach das hier riskant, ey. Ah, nee. Ja, so Bonuston und so, das weiß ich ja alles. Ja, zumindest noch. Also, bis die 72 weiß ich ungefähr, wo ich dahin muss. Und ja, bis dahin kann ich euch dann auch bringen, ohne das blind zu spielen. Also auch wenn ich das später denn weiterführe und ne, dann ist es halt fast blind. Und ja. Achso, zu den Münzen. Die kann man ausgeben bei den komischen Bären, die überall verteilt sind. Und ja, zum Beispiel zum Sachen kaufen, die man tauschen kann. Gegen Bananenvögel. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert. Ich weiß nämlich nicht, ob die das schon gesagt hat. Ich glaube noch nicht, aber... Naja. Werdet ihr schon sehen. Oh, das ist scheiße! Okay, das Spiel können wir machen. Das Level. Und dann... So, jetzt kann ich hier durchchillen, weil ich ja die Bonusrunden habe. Kann ich hier ein bisschen durchwaschen. What the f... Häng ich mal an der Tür fest. Nee, die Hubmünze hole ich noch, die brauche ich. Die brauche ich für später. Ein bisschen durchwaschen hier. Nein, so doch nicht. Den muss ich auch runterziehen, den Hebel. Das kann ich nicht durch... Dieses scheiß Gamepad, ey. Das Problem hat... Jeder Analogstick, der hängt. Den kann ich nach rechts lenken, loslassen und der bleibt immer noch nach rechts. Normalerweise geht er wieder automatisch zurück, aber der ist kaputt. Achso, die brauche ich ja nicht. Ja, der ist defekt. Ich habe auch noch einen zweiten, aber... Das jetzt über das Steuerkreuz. Ich habe mich halt umgewöhnt, gerade wegen diesem Defekt. Ja. Kommt halt auch mal vor, dass ich dagegen komme. Mit dem Daumen. Alter, sollst du da dranhängen? Sollst du da dranhängen und nicht
chillen. Chillen kannst du später. Oh, jetzt habe ich schon wieder... Oh. Nee, jetzt mache ich das so. So. Ach. Das geht gut ein. Fail. Ja, leck mich. Oh Mann, wieso drücke ich das dauernd? Das ist auch krank. So muss das. Also stell das Ding nochmal hin hier. Meins. So. Strippen ziehen und raus hier. So. Ja, damit ist der erste Part beendet. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute.